Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Bad haben wir hier unseren guten Freund Kangis wieder gefunden, der uns mal wieder einen Tipp gegeben hat, wo wir denn die nächste Erinnerung bekommen. Und das ist doch mal richtig geil, die wollen wir uns jetzt holen, hier wollen wir lang. Und ich will eigentlich auch gleich die Mission hier annehmen von dem Typen und auch meine Hyrule-Rüstung jetzt wieder anziehen. Da ist er. Sehr gut. Na, guten Abend. Ich bin Holm und ich laufe hier Patrouille. Mann, hier ist richtig gefährlich geworden, sag ich dir. Ja, das ist wahr. Oh ja. Es gibt da voll die verdächtige Gestalt namens Kilton. Er zieht nachts seinen Karren durch die Gegend, von dem aus er seinen sogenannten Monsterladen betreibt. Sein unheimliches Aussehen macht die Leute ziemlich nervös. Kennst du diesen Kilton? Erkennen ja eigentlich nicht. Nee. Aha. Jedenfalls, wenn du eine verdächtige Gestalt siehst, sag mir bitte genau, wie sie aussieht. Erstatt mir bitte Bericht, falls du Kilton triffst. Okay. Gut. Dann erstatte ich Bericht, sobald ich ihn treffe. Aber das ist auch wieder typisch, Mensch. Nur Angst vor irgendjemanden haben, weil er irgendwie anders aussieht. Das ist immer wieder typisch, Mensch. Also, ich... Nehmt mir das jetzt nicht übel, wenn... Jo, Bärstein, danke. Nehmt mir das jetzt bitte nicht übel, wenn ich das jetzt mal so frei offen sage, aber... Das ist nichts anderes als die Negerverfolgung damals. Da hat man die Neger einfach nur noch verfolgt. Oder, Entschuldigung, die Schwarzen, ich darf ja nicht Neger sagen. Die Neger einfach verfolgt, sage ich jetzt nur. Warum? Weil sie anders sind. Sinn? Gar keiner. Und genau dasselbe hier. Man... Will jetzt irgendjemanden anscheinend, hat jetzt Angst vor irgendjemanden, nur weil er anders aussieht. Das ist mal wieder typisch Menschheit. Sag ich jetzt mal, das ist das, was mich an der Menschheit so ankotzt. Kaum sieht irgendwas anders aus als irgendwas anderes, wird es sofort meistens als böse deklariert oder man hat gleich Angst davor oder man findet einen Schrein. Den will ich mir gleich schnappen. Ja, sowas kotzt mich einfach an. Sowas kann ich nicht haben. Ich meine, okay, es ist nur ein Videospiel. Ja, deswegen ist es ja vollkommen legitim. Wenn es halt sowas nicht in Wirklichkeit auch geben würde. Und das ist halt das Traurige. Das Traurige ist jetzt nicht, dass das in einem Videospiel ist, sondern dass da unten meine... Quelle der Kraft... Gleich mit so einer Göttinnenstatue, okay? Kann ich gleich mal beten? Aber ich glaube, ich habe nicht genug, oder? Willkommen an meiner Quelle. Bring der Quelle der Kraft eine Schuppe des purpurroten Geistes Eldra dar. Ich, die Göttin Hylie, werde an deiner Seite sein. Schuppe des purpurroten Eldra. Hä? Was ist denn das? Schuppe des purpurroten Elder, okay. Das habe ich nicht, oder? Also ich habe jetzt erst so eine Schuppe gefunden. Das ist ein Sternsplitter. Ich hab doch erst irgendwo so eine... Hatte ich jetzt nicht erst so eine Schuppe gefunden? Dachte ich jedenfalls. Hä? Ich hab doch so eine leuchtende Schuppe gefunden, wo ich gemeint habe, dass das eine Erinnerung ist. Aber irgendwie... Irgendwie ist es nicht mehr da. Da! Das war die Farodra-Schuppe. Diese wertvolle Schuppe schmückte einst den großen Geist Farodra. Okay. Und du willst eine Schuppe von?
Eldra? Eldra. Okay. Also zu dir muss ich zurück, wenn ich eine Schuppe von Eldra bekommen habe. Okay. Dann erinnern wir uns jetzt mal. Oh yeah, das wird geil. Die Prinzessin ist auserwählt. Sie besitzt die Kraft, die Verheerung Ganon zu versiegeln. Es ist eine heilige Kraft, die durch Gebete erweckt wird. Das wurde mir immer wieder gesagt. Und trotzdem. Meine Mutter, sie konnte diese Macht spüren. Meine Großmutter konnte sie hören. Die Stimmen der Geister. Ich hingegen spüre und höre nichts. Vater hat mir oft vorgeworfen, dass es meine Schuld ist, weil ich zu viel Zeit mit Forschen verbringe. Aber seit ich denken kann, verbringe ich jeden Tag Stunden mit Gebeten. Ich besuche heilige Orte wie diesen hier, einen nach dem anderen. Und doch hat sich die heilige Kraft nie in mir gezeigt. Bitte sag mir, was ist es, das mir fehlt? Die Erinnerungen, die sind einfach cool. Aber was ist es, was Zelda fehlt? Das ist eine gute Frage. Aber wie Link halt einfach nur noch cool so dastand als ihr Leibwächter, richtig geil. Das gefällt mir. Diese Erinnerungen finde ich richtig geil gemacht. Darf ich mal bitte durch? Danke. Igitt. Da fliegen schon wieder solche Viecher rum. Igitt. Karte. Quelle der Kraft. Da gibt's doch sicher noch mehr solche Quellen, oder? Ich würde mal sagen, gehen wir mal zum Totenkopfteich. Da will ich ja auch noch hin. War eigentlich der Grund, weswegen ich hier bin. Wohlgemerkt. Warte mal, Eldra-Kessel. Ja, gibt's denn hier so eine Schuppe? Ist das ein Teleportationspunkt? Nee. Gibt's denn hier vielleicht so eine Schuppe? Das wäre jetzt schon cool. Ich will jetzt erstmal noch weiterlaufen. Halt's Maul. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Jetzt kommst du auf den Grill. Ich hab gesagt, du sollst Maul halten. Hey. Wenn ich sage, halt's Maul, dann heißt es nicht, hau ab, sondern ich nehme meinen Pfeil wieder mit. Okay, tschüss. Ah, da liegt noch einer. Sehr gut. Okay, ja, das ist das, da war ich ja jetzt gerade. Das ist die Quelle der Kraft. Das ist interessant. Bekomme ich dann von der auch so einen Herzcontainer, beziehungsweise einen Ausdauercontainer? Wenn ich der so eine, sag schon, so eine Schuppe bringe? Das wäre eigentlich ziemlich cool. So, da ist ein Schrein. Den habe ich ja extra markiert. Deswegen die zweite Markierung. Aber ich habe ja dann gesehen, dass die am selben Ort sind. Jetzt will ich auf jeden Fall erstmal den Schrein absolvieren. Maxi Edeltrüffel. Oh yeah. Hey, nimm den. Danke. Da ist noch einer. Danke. Was ist das? Ja, wieder ein Schleichling. Ein paar Zitterlinge.
Nehmen wir auch gerne mit. Wo war jetzt der... Der Schrein war da oben. Aber mich wundert es halt, dass der Chica-Sensor noch nicht ausschlägt. Achso, der ist jetzt... Der ist da hinten. Achso, halt. Ja, dann ist klar, dass er noch nicht ausschlägt. So, erstmal schauen, ob es hier oben irgendwas... Ob es da was gibt. Gleich mal schauen. Ist auf jeden Fall gut, dass wir da schon wieder einen Schrein gefunden haben. Danach brauchen wir nur noch einen. Einen einzigen Schrein. Und dann wird's geil. Weil dann holen wir uns das Masterschwert. So, soll ich da mal so an der Seite entlang gehen? Weil dann kann ich da rüberfliegen. Ich glaube, das ist besser. Wenn ich da so an der Seite entlang gehe. Weil ich weiß nicht, der Da ist wieder ein Drache! Was ist das? Mann, das kotzt mich an mit den Drachen. Jedes Mal, das ist schon der dritte Drache, den ich sehe. Und ich habe keine Ahnung, was ich mit denen machen soll. Sind das einfach nur irgendwelche Phänomene, sage ich jetzt mal, die mir einfach nur einen Arsch aufreißen wollen? Ist es vielleicht gar nicht mehr? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Scheiß Drache da oben. So. Gehen wir mal hier. Ist hier irgendwo was? Hier sind gerne Crocs irgendwie sowas? Nee. Okay. So, da unten müsste jetzt der Teich langsam kommen. Genau. Ja, Schrein in der Nähe. Das ist gut. Zudem bin ich ja gerade auf dem Weg. Oh yeah. Das wird so geil. Der Schrein noch. Und danach muss ich nur noch einen einzigen Schrein finden. Einen einzigen Schrein. Wenn ich das hab. Hallo. Ja, und zack. Okay. Ah, da ist ein Krog. Wunderbar. Geil. Okay. Da haben wir schon wieder 8 Krogs an. Schön. Ich glaube, dafür konnte ich doch jetzt meine Bogentasche erweitern, wenn ich mich nicht ganz irre. Oh, was haben wir denn da? Yeah! Die immer gleich mitnehmen, weil... Ja. Das gibt massig Kohle. Und es ist gut, wenn man in Breath of the Wild Kohle hat. Das ist sehr gut. Dann kann man sich immer geile Sachen kaufen. Wow, das wird nicht ganz so einfach, glaube ich. Da hochzuklettern. So. Es wird nicht so ganz so einfach. Wie wäre es mit... Einmal hiermit. Einmal hiermit. Yeah! Schnelleres Klettern. Voll geil. Es merkt man aber auch deutlich, dass ich gerade schneller kletter. Komm schon. Wir haben es nicht mehr weit, Link. Komm schon, Link. Wir haben es nicht mehr weit. Wir haben es nicht mehr weit. Gleich sind wir da. Das schaffe ich nicht mehr. Ah, nein, ich habe es nicht geschafft. Bin ich jetzt wieder... Ah, jetzt bin ich wenigstens wieder hier, danke. Na komm schon, das schaffen wir, Link. Wir haben es fast geschafft. Kettern wir einfach mal schnurstracks geradeaus hoch.
Einfach nur hoch. Das schaffen wir. Komm schon, ich brauche den Schrein. Ich will den Schrein. Ah, das schaffe ich wieder nicht. Das schaffe ich wieder nicht. Nee, dafür reicht nicht mal ansatzweise. Und tschüss. Dafür reicht nicht mal ansatzweise meine Ausdauer. Soll ich da hochklettern? Versuch es, ist ja wert. Ich verbrauche durchs Fliegen weniger Ausdauer als durchs Klettern. Also möglich ist es. Ich will den Schrein. Ja, ist gut, Link. Ich will den Schrein und ich brauche den Schrein. So, von hier aus fliegen, jetzt bin ich auf jeden Fall auf einem höheren Punkt, auf einem viel höheren Punkt. Ja, das sieht, glaube ich, besser aus. Ja, das sieht sehr viel besser aus. Vor allem, weil ich jetzt auf einer glatten Fläche bin, auf einer ebenen Fläche, sage ich jetzt mal, davon brauche ich weniger Ausdauer, als wenn ich die ganze Zeit die Huggel da hochklettern muss. Ja, diesmal schaffe ich sogar locker. Locker flockig schaffen wir es dieses Mal. Tsunakai-Schrein, geil. Hylia-Hose wieder anziehen. Und die Hylia-Rüstung. Sehr gut. Irgendwo gibt es ein Wesen, das dir ebenfalls dabei helfen kann. Tsunakais Segen? Okay. Na, so schwer war es jetzt auch nicht, an den Schrein zu kommen. Wow, Feuerschwert, geil. Ich mag die elementaren Klingen, wie gesagt. Die mag ich sehr. So, was schmeißt man davon jetzt weg? Hey, den Knochen-Bastruckteil. Ich habe voll viele Wächterwaffen. So, gibt es hier unten irgendwas? Nee, okay. So schwer war es jetzt auch wieder nicht, hier hochzukommen. Man muss halt nur von einem hohen Punkt aus fliegen. Ja gut, aber man braucht doch ein bisschen Ausdauer. Aber ich will mich ja nicht beklagen. Oh yeah. Einen einzigen Schrein noch. Einen einzigen Schrein noch. Das ist richtig geil. So, das ist das eine Auge des Totenkopfs. Und das ist das andere Auge. Aber hier ist nichts. Aber hier soll der Typ sein. Schau mal, was es hier für Blumen überall gibt im Wasser. Okay. Naja, jetzt bin ich bei dem Totenkopf. Hm.
Gehen wir da mal hoch, damit wir ein bisschen Übersicht haben. Vielleicht sollte ich hier warten, bis es Abend ist. Das kann natürlich sein, weil sie ist ja, dass der nur abends kommt. Oh! Krok! Wo? Da oben. Wie komme ich denn da hin? Da werde ich jetzt nicht so ohne weiteres hochklettern können wahrscheinlich. Aber versuchen kann man es ja mal. Ja, da werde ich nie und nimmer einfach so ohne weiteres hochklettern. So. Und da jetzt hochklettern? Nee, da, das reicht, ist ja nicht mal zeitlich drin. Okay, da muss ich irgendwie anders hinkommen. Oh Gott, wie komme ich denn da hin? Auf die Schnelle. Wie komme ich da auf die Schnelle hin? Da hoch. Hier so entlanglaufen bringt mir nichts. Eigentlich habe ich gar keine andere Wahl, als da hoch zu klettern. So, machen wir es mal so, auf die Art. Komm schon. Ah, es hat nicht gereicht, schade. Nochmal neu. Wo war er jetzt? Hat? Da. So, jetzt mal hoch da. Geld, das wird wieder nichts. Wo? Wo war das jetzt? War das nicht hier oben? Oh. Ich kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, dass ich noch eins weiter hoch muss. Ja, das ist genau da, wo ich war. Und ich war halt einfach zu spät. Aber auch nur eine Sekunde oder so. So, jetzt schnell. Na komm, 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 komm. Hochklettern da. Nein! Es hat wieder nicht gereicht. Ach, ums Arsch lecken wieder nicht. Das ist ganz schön knapp, du. Das ist ein ganz schön knappes Zeitfenster. Das ist brutal knapp. So, wieder hoch da. Na ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hä? Ich glaube, ich muss wirklich noch mal eins hoch.
So, da oben war ich jetzt. Ja, genau da war ich jetzt, aber ich schaff's einfach nicht rechtzeitig. Das schaffe ich zeitlich nicht. Dafür fehlt mir noch ein bisschen die Ausdauer. Wenn ich mehr Ausdauer habe, muss ich hierher zurückkommen. So. Zack. Zack. Okay. Wenn ich mehr Ausdauer habe, muss ich hierher zurückkommen. Das ist auch schon abends. Hey! Ja, wen haben wir denn da? Ist das der Fuzzi? Schauen wir doch mal. Yo, was geht ab? Was sieht denn jetzt an dem so komisch? Es ist halt ein... Ja. Naja. Hm? Ach, nur so ein Hylianer. Wer bist denn du? Ich? Ich sollte mich vorstellen, was? Ich bin Kilton. Sag bloß, das Gerücht über meinen Monsterladen gehört und bist deshalb hergekommen. Yo, so sieht's aus eigentlich. Ah, tut mir leid. Im Moment bereite ich den Monsterladen gerade noch auf die Eröffnung vor. Ach, wo sind denn meine Manieren? Hier ist meine Karte. Kaufe Monstermaterialien zum guten Preis. Monsterladen Kilton. So, dann gib mir die Karte doch bitte zurück. Was? Aber sag mal, magst du Monster? Ja, yeah, Mann. Oho. Und wie sehr magst du sie? Sehr? Also ich liebe Monster. Oh, tut mir leid. Wo wieder mit mir durchgegangen? Also es ist so, ich liebe es, Monster zu studieren. Deswegen habe ich mir den Monsterladen einfallen lassen. Ich überlebe gerade, in welchem Dorf ich meine monströsen Forschungen fortsetzen sollte. In Kakariko oder Hateno vielleicht? Im Dorf der Orni oder möglicherweise im Dorf der Zoras? Etwas weiter weg kämen ja auch Gerudo-Stadt oder Angelstädt in Betracht. Oder ich bleibe einfach hier in der Nähe vom Akala-See. Da könnte ich schneller weiterforschen. Wenn ich nur daran denke, werde ich schon ganz aufgeregt. Dann auf zu meiner Monsterstudienreise. Wir sehen uns sicher mal wieder nachts bei einem Dorf. Ja, wie? Ich dachte, ich kann jetzt was bei dir kaufen. Oder auch nicht. Okay, dann will ich jetzt halt hier mal zu dem Schrein, weil dann kann ich die Mission nämlich gleich abschließen. Und das ist gut. Lege zueinander passende Kopfbedeckungen, Oberteile und Hosen an, um bestimmte Zusatzeffekte zu aktivieren. Weiß ich doch. Das weiß ich doch. Zuerst mal muss ich wieder meine Hylia-Rüstung aus, meine Hylia-Sachen anziehen. Hylia Beinschutz. Hylia Rüstung. Hylia Helm. Guti. Okay. So, hier kann ich die Mission abschließen, weil der wollte doch eigentlich wissen, wie der Fuzzi aussieht. Und das kann ich ihm jetzt sagen. So, wer war das eigentlich? Reinspaziert, sei willkommen im Stall von Ostakala, dem Stall im östlichsten Teil der Welt. Mit dir will ich nicht reden, ich will mit dem Typ rechts neben dir reden. Übrigens, außen knackig, innen weich. Ein bisschen und du strotzt so vor Kraft. So müssen meine Ostakala-Klos, die spezialisiert unsere Stalls versuchen. Okay. Ja, vielen Dank. Allerdings werden Ostakala-Klöße schnell schlecht, weil nur die frischesten Zutaten verwenden. Muss ihn also gleich hier essen, wenn das für dich in Ordnung ist. Okay. Vielen Dank. Mach dann 10 Rubine. Jo. Ja, danke für den Einkauf. Dann Augen zu und Munde auf. Ganz weiter auf. Warte kurz, ich mach kurz meine Hose auf.
Okay. Mund ganz weit auf und Augen zu. Jetzt kommt die Überraschung. So, schön lutschen. Ich meinte kauen. Und runterschlucken. Ja, schluck du Stück. Oh. Und lecker, oder? Wir uns bald wieder. Oh, geil. Einen ganzen extra Ausdauerbalken. Wow. Das ist geil. So, haben wir müssen ihn vom Überkilten. Leg los, Mann. Du auf der Zoras und bei Kakariko sehen worden sein. Würde dazu gern, warum du nachts siehst. Dummerweise kann ich Wache hier nicht weg. Ich will Mäntlichen genauso. Ach, ich hätte ihn fotografieren sollen. Ach. Scheiße. Das heilige Fragment? Du hast mich geweckt. Naja, ist schon in Ordnung. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich muss sagen, dein Geschmack bei der Wahl, dein Reiseziel ist schon etwas merkwürdig. Warum? Oh, ich habe mich ja gar nicht vorgestellt. Ich bin Nobo. Ich war schon überall, aber in Akala gefällt es mir am besten. Deswegen kenne ich mich ganz gut aus. Wolltest du irgendwas wissen? Okay. Mal überlegen, westlich des Stalls ist eine heilige Quelle, die Quelle der Kraft. In der Legende heißt es, bringe der Quelle der Kraft das heilige Fragment da. Vielleicht war das Teil des Rituals, das die Prinzessin von Schloss Hyrule dort durchgeführt hat. Möchtest du noch was wissen? Was ist weiter weg? Nördlich von hier steht so eine Art Leuchtturm. Aber als ich dort war, war niemand zu Hause. Möchtest du noch was wissen? Quelle der Kraft. Schreine. Okay, das sieht als... Die Quelle der Kraft dient als Schrein? Das ist interessant. Das ist interessant, ja. So, nördlich von hier soll ein Leuchtturm sein. Wird wahrscheinlich dann hier irgendwo sein. Würde ich mal sagen, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal ein bisschen genauer an. Wo ist jetzt mein Missionsziel? Warum ist es jetzt hier? Achso, ich habe noch, weil ich noch kleine... Achso, weil ich das noch ausgewählt habe. Ach so, okay, alles klar. Gut, das macht Sinn. Der Stempel kann weg. Der muss bleiben, weil dafür brauche ich mehr... Warte mal. Kann ich irgendwo nochmal so ein... Ich will nochmal irgendwie so ein Kloß essen. Auch wenn es eigentlich mit dem auch schon reichen sollte, muss ich sagen. Das können wir beim nächsten Mal mal ausprobieren. Ja, ich würde mal sagen, das probieren wir beim nächsten Mal aus, ob das jetzt mit diesem Zusatz... Ausdauercontainer reicht, dass wir da hochklettern, dass wir uns den Krog holen können. Das wäre natürlich richtig cool, aber ich würde mal sagen, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Also gut, Leute, das war der Let's Play, der Legend of Zelda Breath of the Wild für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.